Moin ihr Gamer und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge League of Legends. Ja, ich spiele ein ganz normales Normal Game und spiele Ahri in der Mitte. Und ich kann jetzt schon sagen, ich bin richtig schlecht mit Ahri. Also wirklich mega bad und das ist ja jetzt auch der neue Patch, also 5.2 mit den Änderungen, wo sie jetzt bei ihrer Q Movement Speed bekommt und DFG ist nicht mehr da, deswegen wurde sie an sich ein bisschen verändert vom Damage und allem her. Und ja, ich hoffe, ich werde jetzt nicht so hart failen. Ich muss... Oh, ja, okay, ich bleib da stehen. Ich muss jetzt eben gucken, was ich denn so skille. Also als erstes steht hier Q, dann W und als letztes E. Ja, das ist schon mal gut. Schuhe. Okay. So. Dann skill ich auch als erstes mal die Q. Gegen wen spiele ich überhaupt? Cutter. Eigentlich müsste ich ein Cutter-Counter sein, also weil ich sie ja ihre Ulti abbrechen kann mit meiner E. Aber da ich schlecht mit Ahri bin, kann ich nichts versprechen. Ich denke mal, dass ich verkacken werde, aber es kann ja auch ganz lustig sein zu sehen, wie einer hier so ein Noob hier am Rumfailen ist. Aber vielleicht fail ich ja auch gar nicht rum. Wir werden sehen. Weil ich habe sie halt noch nicht gespielt. Und früher habe ich sie auch nicht gespielt. Ich habe auch noch nicht die richtigen Runen und Masteries, so wie ich sie gerne hätte. Also die Masteries konnte ich nicht mehr ändern. Weil ich mich erst zu spät dafür entschieden habe, dass ich Ahri spiele. Ja. How tempting. Das gibt's nicht. Ja, Skillshot King nennt man mich auch. Ja. Wow. Das kann doch nicht so schwierig sein, diesen Skillshot zu treffen. Oh. Okay, kann es anscheinend doch. Don't hold back. No, dieser Minion. Ich hatte noch meine Passive. Nice, ich habe es überlebt. Ich bin so ein Lacker. Ich habe einfach mal 12 CS. Nein. Nein. Einfach nein. Ah. Damn. Scheiße. Ich dachte, ich komme back, aber sie hat geflasht. Cutter. No. Flash. GG. Ich muss irgendwie mal ein bisschen üben hier, wenn ich... Oh Gott, ich hab Lockkamera an. Ist ja ekelig. Wenn ich Ahri spiele, dass ich ihre Q treffe. Irgendwie finde ich den Skillshot ganz komisch.
Ich glaube, der will mich, der will nicht, dass das ein Ranked ist. Oh Gott. Das kann ich Ihnen sagen. Farmen, farmen, farmen. An ally has been slain. Lol, bei meinen Kopfhörern ist gerade ein ganz komischer Sound. So. So, ich habe Ulti, sie hat auch Ulti. Oh, lol. Da hätte er vielleicht vorher pingen sollen. So, ich gehe erstmal weg. Alter, was ist denn das für ein Geräusch an meinen Kopfhörern gerade? Das nervt mich. Grrr. Ich muss eben mal testen, wo das ran liegt. Ach, ist jetzt auch egal. Ah. So, hier noch nebenbei eben schreiben, während ich das versuche. Schlitz. Au. Damn. Oh, schade. Wenn ich Blue bekommen würde, das wäre richtig geil. Ich habe wenigstens schon mal mehr Farm als sie. Das ist ja schon mal etwas.
Ja, dann machen wir erstmal die Dinge. Thank you, bro. Oh, ich hab den Minion gar nicht gesehen. Okay, ich gehe erstmal back. Versucht er nochmal meinen Backport abzubrechen? Man weiß es nicht. So, noch ein paar Pots. Und dann kann man auch schon wieder schön auf die Lane gehen. So hat man das doch gern. Oh, Cutter. Cutter hat den Red Buff. Also hatte der gerade Red Buff, als er sie gefightet hat. Das wäre nice, wenn wir den auch noch bekommen würden. Ich ping erstmal wieder das SS. Oh, fuck, sie hat die Reset. Nice, wir haben aber Drake. Das ist schon mal geil. Ich komme. Was hatten die Cutter für Items? Okay, die geht auf die Maske. Don't push, please. Fuchsfeuer. Zack. Oh Mann. Das Combo von denen. So hart, Alter. Die haben mich richtig weggeschreckt. Alter, das nervt so mit dem Geräusch, was man, was ich ganze Zeit höre. So, jetzt ist es weg. Endlich. Ich habe es hinbekommen. Ja, wie gesagt, ich werde mit Ari failen, weil
Ich fail irgendwie immer mit der. Irgendwie treffe ich die Q nicht richtig, um zu poken. Don't hold back. Ich finde der Charm, es ist bei Kata, mache ich das falsch, dass ich den Charm werfe, bevor sie mit ihrer E jumpt. Deswegen konnte sie mich gerade ulten. Naja, wenigstens bin ich noch am Farm gut dabei. Schade, hätte ich die Ulti vorher gesehen, dann hätte ich sie vielleicht vorher noch charmen können. Da war schon wieder die Candlestar. Nice, der kriegt den. Nice. Kriegt der auch noch. Ja, die überlebt das. Leider. So, was wollte ich mir jetzt nochmal holen? Ja, gehen wir auf eine Rabadons. Da können wir aber noch warten. Bis wir dann die 1600 Gold haben. So. Und. Buy it. Nice. Nicer, nicer, very nicer. No. How tempting. I know what they desire. Don't hold back. No. So much hate on me. My bad, Earth. Nerf? Was wollte er sagen? Earth. Hab keine Ahnung, was er damit sagen wollte. Ah, zwei erreichen. Zwei Mana-Pots. Aber es läuft sogar noch besser als gedacht. Ich stehe gar nicht so mega bad. Also, ich stehe negativ, aber da hatte ich schon viel schlechtere Games mit Ari. Ich spiele lieber sowas wie ADC, deswegen bin ich auch Main ADC. Haha, nice. Wow.
Baited. Ah. Das war erstmal Arbeit. Ich wollte baited schreiben und schreibe Arbeit. GG. Ich kann mir gar nichts holen. Ich frage mich, wann mein Blue Buff respawnt. Den könnte ich gut gebrauchen. I know what they desire. Shall we? La 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 la. What? No. Ich habe so viel Pech. Don't hold back. Mein Blue Buff ist aber back. What? Warum ignoriert er mich? Hallo, Javan. Dankeschön. Ich gehe erstmal weg und hole mir erstmal einen Zauberstab da. Engage on my way. Kriegt er den? Oh. What? Der Damage. Wow. Die macht mega Damage. Der ist auch noch da. Nice. Oh. Bei der müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber ich finde, es läuft, wenn man ein bisschen reinkommt mit Ari, dann geht's wohl. Also ich glaube, wenn ich jetzt nochmal ein Game starten würde danach, dann würde es besser laufen, weil das ist ja jetzt mein first Game, nach, also mit der neuen Ari. Und deswegen ist es erstmal ein bisschen schwierig für mich, weil ich jetzt in letzter Zeit gar nicht Mitte gespielt habe, also wirklich gar nicht. Ich habe nur noch ADC gespielt, weil gerade ja Ranked sind oder die Ranked resettet wurden und dann habe ich da eher mehr gespielt und deswegen eher weniger Normal Games, wo ich dann mal bisschen mehr Mitte üben konnte. Können wir uns vielleicht holen. Ja, habe ich gesehen. Das hat gesessen. Die Vayne geht schon mit Half-Life in den Kampf. Nice. Eigentlich will ich den gar nicht chasen. Push lieber.
Aber ich muss sagen, ich habe mir das Game wirklich tatsächlich viel, viel schlechter vorgestellt. No. Es war wieder so mega close. Beide sind weggelackt. Oder ist der BC gestorben? Wow, ich habe den sogar gekillt. Lol. Good job. Dann stand ich ja sogar eine kurze Zeit neutral. Hätte ich gerade aber Ulti gehabt, dann hätte ich die Vayne auch noch gekillt. Das muss man sagen. Langsam läuft bei mir. Ich bin Level 14 und die Cutter ist Level 13. Aber sie hat 10 Kills. Aber ich habe 27 CS mehr. Ich komme. Nice. Nice hook. Shut down. Der Jaron ganz halt hier am Disrespecten, so ein Lappen. So gemein zu den Gegnern. How tempting. I know what they desire. Ich gehe back und hole mir noch einen Stab. Diesen Riesenstab oder wie er heißt. Ja, ja, den englischen Namen werde ich mir jetzt nicht merken. Nice. So, erstmal wieder einen Blue-Buff holen. Blue-Buff ist immer gut. Don't hold back. Ich habe schon 553 AP. What? Die haben anscheinend das gut getimed, oder der Lee Sin, unserem Blue Buff zu stehlen. Dankeschön für den Double Buff. Den habe ich am liebsten. Schade.
Gott. Da müssen wir auch noch diven. Nice. Oh, das war nice gespielt. Regelt die Karte noch? Ein Auto-Tag braucht sie. Oder eine Q. Eine Q reicht. Ja, Minions. Nice. Ist noch nicht zu Ende, das Game. Was soll ich mal als nächstes? Okay, White Staff. Enemy Triple Kill. Ich stehe 8-8, ich stehe wirklich besser, als ich gedacht hätte. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass ich irgendwie 1-6 oder so stehe am Ende. Freut mich, dass es andersherum ist. Dass ich also neutral stehe und es sich nicht zur schlechten Seite gewendet hat. Die Cutter hat Spellbam. Ich habe kein Ward. Oh darn. Double Q. Nice. GG. Oh, nochmal hier. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, schaut öfter mal auf meinem Kanal vorbei und lasst doch einen Daumen nach oben da. Tschüss und bis nächstes Mal.